Unvorhergesehene Vorteile sollte man als Athlet immer nutzen. Und heute habe ich so einen Vorteil gehabt. Ich brauchte nicht zu arbeiten. Das war alles regenbedingt. Und da wurde die Arbeit frühs gleich eingestellt. Und somit war der Körper nicht belastet. Und ich habe nun die ganze Power heute für die Hantel, die schon hinter mir aufgebaut worden ist. Ja, und bei der Frontbeuge, da geht es heute bis 125 Kilo hoch und da kann ich mich ordentlich austoben, so wie ich es gerne habe. Und naja, morgen ist dann auch wieder so ein Ausruhtag, also heißt es doppelte Motivation, doppelte Power und das wird, denke ich mal, auch ein sehr erfolgreiches Training werden. Hallo Leute, ich grüße euch, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich gehe jetzt rein ins Warm-up und kann es dann kaum erwarten, die Hantel zu bewegen. Los geht's! Auch diese Woche gehe ich wieder ran ans schwere Eisen. Frontbeuge und Safety Bar haben eine Leistungssteigerung. Heißt das für mich, in den nächsten Wochen wird einiges bewältigt werden, was ich so vorher noch nicht beugen konnte mit den Sätzen und Wiederholungen. Und darauf bin ich jetzt schon sehr gespannt. Ja, Leute, ich fahre jetzt noch schnell einkaufen und dann geht es wieder ab in meine Küche. Da zeige ich euch wieder, was ich mir heute zum Armbrot mache. Und ich wünsche euch schon einmal ein schönes Wochenende. Trainiert mir fleißig, esst fleißig, kauft auch ordentlich ein. Ja, und wir sehen uns dann nächste Woche Dienstag zum Training wieder hier in Erfurt im Club. Und dann geht es wieder rund. Gut, Leute, ich sage Tschüss, ich bin jetzt raus. Macht's gut, euer Uwe. Weil ich heute viel Dampf gegeben habe bei der Kniebeuge, gibt es natürlich auch Dampfnudeln, denn ohne Dampf keine Leistung. Und nachdem die Nudeln schön in dem Wasser gekocht haben, habe ich nebenbei noch ein Hähnchenfleisch-Gemüsesud in der Pfanne vor sich hin brutzeln lassen. Und als
die es dann schon fast fertig war, habe ich mich an diese herzhafte Tomatensauce rangemacht. Das war ganz einfach herzustellen. Und zum Schluss habe ich alles in die Schüssel gegeben, etwas Reibekäse drüber gegeben.